Hallo Leute und willkommen zurück zu Galactic Civilizations 4. So, wir werden einmal einen Blick werfen auf den galaktischen Bazar. Da können wir Heliosaur kaufen. Das werden wir auch einmal tun, damit wir auf 5 kommen. Und Hypersilikate, die haben wir noch gar nicht. Da kaufen wir 5 Stück. Und strategische Ressourcen. Ja, wir könnten Elerium kaufen. Doch relativ günstig. Davon haben wir so wenig. Okay. Durantium ist fast gar nichts wert. Antimaterie. Promethion. Thulium. Na, okay. So. Dann haben wir das. Und wir bauen weiter Kriegsschiffe. Wir haben hier einen weiteren Constructor. Abstand von 3. Na, ranscrollen. Damit es schon schnell geht. So, nächster Transporter. Bei Soldaten geht es um die Entschlossenheit. Da haben wir jetzt schon mal eine 5. Eine 5. Ah, okay. Dann nehmen wir ihmchen. Und bauen hier eine weitere Militärbasis. Unsere Schiffe kriegen in der Nähe plus 1 auf alles. Im Angriff und in der Verteidigung. Wenn sie mindestens schon eins haben. Das ist richtig. Fliegen wir mit der Flotte nach draußen. Und das Feld hier, da ist nur eine Basis und bei dem Feld sind zwei. Der Buff von einer Basis. Das geht ja da schon mal nach oben. Der Buff von zwei Basen. Geht nochmal alles nach oben. Ja, aber man braucht mindestens schon mal einen Wert. Sonst kriegt man auch keinen Buff. Also man kann da keine friedlichen aufklärenden Zukunftsmaschinen durch die Sternbasen aufwerten. So. Und einmal Wache. Nächste Sternbasis. Und Planetenbericht von unserem Planeten Paradies. Dieser Gouverneur. Ein depressiver, früherer Assassine, der von seiner Gilde gefoltert wurde. Der warnt uns vor einer möglichen Naturkatastrophe oder Klimakatastrophe. Wir können dem Planeten helfen. Der Anführer würde plus 5 Loyalität bekommen. Das Ganze kostet 500 Credits und die Umweltverschmutzung würde um 10% sinken. Wir können dann auch sagen, sie sollen sich selber drum kümmern. Dann würde die Loyalität um 3 sinken und die Umweltverschmutzung um 5% steigern. So, wir investieren die 500 Credits. Und jetzt dürfen wir vor lauter Kriegsvorbereitung nicht riskieren, bankrott zu gehen. Starten mal ein paar Schatzjäger, 4 Stück.
So, jetzt haben wir hier eine komplette Flotte. Nein, gar nicht wahr. Warum tun sie sich nicht zusammen? Was ist sein Problem? Es hat funktioniert. Vielleicht war er schon unterwegs gewesen, bevor sich dort die Flotte gebildet hatte. Ich weiß es nicht. So. Wir treffen auf die Terraner. Okay. Okay. Ja, das müssen wir jetzt eigentlich in Deutsch haben, ne? Da geht dann so ein bisschen der Witz verloren. In der Muttersprache schon besser. So. Also wir haben ihn gerade ein bisschen beleidigt. Ja, wir haben ihn als haarlosen Affen bezeichnet. So, einen Transporter. Wir brauchen eine hohe Entschlossenheit. Da haben wir eine Entschlossenheit von 5. Hier. Ja, die Baratak, die fühlen sich da halt super wohl. Die werden wir, denke ich mal, nicht dann darunter ziehen. Ja, Entschlossenheit von 5. Passt schon. Auf geht's. Energiewaffen plus 10%. Und wir können jetzt eine Sache machen. Große Hüllen. Und zwar haben wir ein Artefakt. Ihr seht hier, das würde sonst 17 Runden dauern. Dieses Artefakt hat eine Aufladung und beendet die aktuelle Forschung sofort. Damit haben wir das abgeschlossen. Wir können hier Raketenabwehr um 10% erhöhen. Oh, da haben wir eine seltene Technologie. Precursor-Naniten, dass wir mehr Precursor-Naniten bekommen. Und Produktion plus 15% und Angrenze plus 2 auf Produktion. Okay, das machen wir. Wir haben auch eine entsprechende Planetenverbesserung, die wird dann aufgewertet. So, große Hüllen. Da können wir mal schauen. Ja, da ist bereits etwas vorgefertigt eingefügt. Ah, 187 Hitpoints. Wir werden mal ein neues Design erstellen. Ein komplett neues Design. Moment, sorry, habe ich mich jetzt verklickt. Komplett neues Design. Ja. Und zwar hier große Hüllen. Und dann... Ja, ein Kreuzer. Dann haben wir hier 10 Slots frei. Jetzt die Frage, der ist ja eher etwas langsamer. Der bekommt einen Prometheon-Antrieb. Um das auszugleichen. Waffen schauen wir uns gleich an. Verteidigung.
Der soll ein Capital Ship werden, viel Schaden austeilen. Der soll die Fähigkeit haben, sich selber zu reparieren. Und wir schauen uns die Waffen an. Ja, wir sind, denke ich, immer noch im Bereich der kinetischen Waffen. Am besten, ja. Wir möchten von dem Schiff doch ein paar mehr bauen. Deswegen geben wir kein Thulium aus. So, jetzt haben wir 6 kinetische Waffen eingesetzt. Das heißt, wenn wir kinetischen Waffen um 20% steigern und das kostet auch nur ein Modul, dann bringt das halt mehr. Bei 5 kinetischen Waffen wäre es praktisch egal, ob wir noch eine kinetische Waffe einbauen oder dieses Modul. Aber bei 6 haben wir von den 20% dann halt mehr. Und hier haben wir, können wir auf 20% der Hitpoints verzichten und 30% mehr Angriff. Okay, dann kommen wir hier auf 36 Angriff, 156 Hitpoints und ich glaube, es würde sich nicht lohnen, dieses Schiff zu bauen. Also als Tank ja, aufgrund der Hitpoints. Aber nicht. Wir speichern das trotzdem mal. Ja, wir speichern das mal. Dann haben wir. Wir nennen das mal L für Large, also groß. L0. Und so. Haben wir die zwei hier. Schau mal. Das eine, das mittelgroße, macht 31 Schaden und kostet 4 Logistik. Beziehungsweise 136 Produktion. Und das große verursacht 36 Schaden. Kostet aber doppelt so viel Logistik und doppelt so viel Konstruktion. Ja, das lohnt sich nicht. Wenn die beiden Schiffe alleine unterwegs wären, okay, aufgrund der Hitpoints. Aber wir haben ja die Escort-Schiffe. Und bei den Escort-Schiffen, also wir schauen mal, dass wir dann, also das löschen wir auch wieder. Also es macht vielleicht mehr Sinn, dann eine große Tankklasse zu erstellen. So, auch hier der bessere Antrieb. Dann haben wir einmal, dass es sich reparieren kann und mehr Hitpoints. Ja, das ist natürlich jetzt mit dem prozentualen Modifier besonders stark. Von 181, von 182 auf 214. Die Waffen-Upgrades, die brauchen wir nicht. Und ja gut, irgendeine Waffe bauen wir einmal ein, damit es überhaupt schießen kann. Und dann als Verteidigung. Ah, nicht die verbesserte Variante. Sondern die ohne strategischen Ressourcen. Hier genauso. So.
Escort L0. Haben wir 214 Hitpoints. Und hier haben wir 84 Hitpoints. Ja, das heißt, für 8 Logistik bekommen wir mehr als doppelt so viele Hitpoints. Also das lohnt sich, ja, bei einem Tank. Bei einem Angriffsschiff lohnt es sich meiner Meinung nach aktuell zumindest noch nicht. Okay. Also, das rausnehmen. Dann bauen wir ruhig mal bei beiden Schiffswerften eins der großen Escort-Schiffe. Okay. Und da sind die Mimo. Die geben uns einmal was für die Unterhaltung, für die Zufriedenheit und dann noch bessere Raketenwaffen. Na, schwierig. Aber nicht unmöglich. Da haben wir für Antimaterie Raketenangriff 4. Okay. Also damit werden die Raketenwaffen ungefähr so gut wie unsere kinetischen Waffen. Und sie möchte noch 70 Credits haben. Einmal überreden. Das ist, glaube ich, nicht besser geworden. Okay, akzeptieren. Oh, die Frachter. Nein, Transporter, okay. Das schon. Wir sehen so wenig aus wie unsere Frachter. Muss ja dann demnächst auch mal ankommen. Dass wir hier Handelsbeziehungen aufbauen können. Okay. So. Ja, können das Spiel noch weiter treiben. Weil da habe ich später auch noch was vor. Nämlich hier das Sascha-Universum zu erstellen. Da sind so ein paar Militärbasen nicht verkehrt. Einmal hier Militärbasis. Oh, die Torianer. Okay. Kommt uns nicht in die Quere. Oha. Das Leben, wie wir es kennen, ist jetzt vorüber. Bald werden wir ihre Sklaven sein. Das ist seine Ankündigung. Tja, ich nehme mal an, dass wir nicht gut miteinander zurechtkommen werden. Transporter. Auf die Entschlossenheit achten, also Resolve. Sind wir hier bei einer 4. Die Torianer möchten, dass wir gegen die Altarianer kämpfen. Und ja, sie würden uns sogar Disruptor Beams als Technologie geben. Also eine Lasertechnologie. Aber da haben wir kein Interesse dran. So, ist da ein Transporter angekommen? Jawohl. Ja gut, dann werden wir jetzt mal die Action beginnen, würde ich sagen. Mach schon mal in Richtung der grünen Fliegen. Der Navigatoren. Und ja, da sind wir doch gut vorbereitet, würde ich sagen. Also wenn wir das jetzt nicht gewinnen, dann dann lösche ich sämtliche Galactic Civilizations Fähigkeiten. Keine Autorität mehr dann.
Okay. Nee, also das sollte ja kein Problem sein hier gegen dieses Fizzle-Imperium. Oh, da haben wir noch einen. Ah, da haben wir auf die Drenchen gestoßen, okay. Da ist von den Navigatoren zumindest bei den Top 2 nichts zu sehen. Oh, da sind sogar noch die Baratak. Okay. Na gut, also. Angriff. Aber wir lassen uns das bezahlen. Wir schauen mal, ob die Navigatoren irgendwo unbeliebt sind. Na gut. Die Drenchen, die mögen doch niemanden. Wir erklären... Achso, die mögen die Terraner und die Krinnen nicht. Okay. Credits? 10. Da seht ihr den Unterschied. Die anderen haben uns immer 70 gegeben. Und die geben uns einfach nur 10, ja. Der Lord Kona. Der Endgegner. Mal schauen, ob er sich überreden lässt. Boah. Ach, guck mal, wir kriegen jetzt wahrscheinlich sogar 20. Boah, 60 sogar. Okay, er redet hier von seinen Sklaven. Aber 60, Wahnsinn. Aber nur, weil wir so gute Verhandler sind. So, also. Wir müssen... welche finden, die die Navigatoren nicht mögen. Ich habe eine Idee. Die Festron. Wir sind doch schon ewig in unserem Sektor. Okay, also sie haben schon mal nichts dagegen, dass wir den Navigatoren den Krieg erklären. Und ihr möchtet doch bestimmt dafür uns ein paar Credits geben. Boah, 170 sogar. Die sind aber, die sind arm. Wir merken uns das mal, dass das bei den Festern schon mal gehen würde. Altarianer haben mit den Navigatoren nichts am Hut. Auch nicht. Hier Bradley. Auch nicht. Joa. Credits? Oh. Na okay, dann ab zu den Festron. Das ist unintuitiv, dass... das praktisch das Bestätigende auf der rechten Seite ist und das zu Ende machen auf der linken. So. Credits. Ja, okay. So, die 3 Credits, die könnt ihr euch sparen. Und wir ziehen für 167 Credits für die Festron, weil die uns überredet haben in den Krieg. Ja, das gefällt ihnen, jawohl. Okay. So, Attacke. Da waren wir etwas überlegen. Sie haben 6 Schaden ausgeteilt. Okay, die erste Schlacht gegen die Navigatoren schauen wir uns auch cineastisch an. Das ist ihre Flotte. Das ist unsere. Okay. Ja gut. Da haben wir es geschafft. Welche Überraschung. Okay.
Dann wecken wir mal unsere Flotten auf. Die haben sich ja schon bewegt, genau. Das Schiff ist sich hier immer noch am Reparieren. Okay, ich setze das mal auf Bewachen. Und ja, hier ist ein Kommandoschiff, wunderbar. Und da am Wegpunkt haben wir... einmal eine Flotte mit 40 Logistik. Und ein Transporter. Und der wird hier von einem Capital Ship flankiert. Noch ein Transporter, okay. Und auf geht's. Ich würde sagen, direkt Sturm auf Arnor. Sternbasis. Oh. Ja gut, dann machen wir es so. Der Basis. Und noch eine Militärbasis. Und das ist von der Mimo Brothout. Keine Gefahr. Also, ja, die Grünen. Das sind unsere Feinde. Und weiter geht's. Das ist ein Constructor, der kann uns egal sein. Wir greifen die Flotte an. Auf Wiedersehen. So, also ein einzelnes Schiff. Cursor-Studien haben wir noch nicht erforscht. Okay. Wie sieht es hier eigentlich mit der Rebellion aus? 21%. Sehr gut. So. Der Transporter wird hier beschützt. Das Capital Schiff gibt hier auch nochmal entsprechend Bankierungsschutz. Und mit der Flotte stoßen wir in das System der Navigatoren vor. Wir haben alles rausgenommen. Wir können das Thulium-Vorkommen hier beanspruchen. Einmal die Verteidigung aufwerten. Nochmal. Backup-Pots ausgegeben für mehr Methion-Produktion. Okay. Dann haben wir dort gerade, glaube ich, ein großes Escort-Schiff gebaut. Was machen die Credits? Immer noch sind wir im Plus. Also unsere Ausgaben halten sich in Grenzen. Also wir können noch fleißig weiter Schiffe bauen. Wir bauen einmal Schatzjäger. Dann bauen wir zweimal Module. Und ja, nochmal einen Constructor. Weil mindestens einen brauchen wir ja. Okay. Super, Leute. Der Krieg läuft. Und bald werden wir die Heimatwelt der Navigatoren belagern. Arnor. Okay. Gut, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.